Und ich möchte euch auch dann gleich verraten, was beim Frauenarzt im Ultraschall rausgekommen ist. Denn wir wissen nun, was es wird. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich würde sagen, das ist jetzt wirklich hier Premiere. Ich bin nicht mal gekämmt oder so. Ich bin gerade so aufgestanden, habe mich nur angezogen und dachte mir, es wird mal wieder Zeit für einen Vlog. Ich teste heute mal mit meiner Kamera zu filmen, also mit meinem Handy. Nicht mit der Kamera, mit meinem Handy. Und gucken wir mal, wie eben da die Qualität ist, weil zurzeit auch der Bazi manchmal meine Kamera benutzt für Streamen und so und das immer auf- und abbauen. Das ist halt zwischendurch auch doof. Wir machen jetzt gerade Frühstück, es ist aber 10 nach 11. Wenn ihr jetzt denkt, ich habe gut geschlafen, dann täuscht ihr euch. Ja, die Nacht war, also ich hätte eigentlich schlafen können, denn meine Tochter hätte mich schlafen lassen. Aber das Baby im Bauch, ja, guten Morgen. Das Baby im Bauch hat so rumrumort. Der Papa ist gerade unten im Keller, Schatz, der kommt gleich wieder. Der hat so rumrumort. Das Baby hat im Bauch so rumrumort, dass ich nicht schlafen konnte. Das hat meinen Kreislauf hochgepusht. Das hat mir damit auch teilweise wehgetan. Ey, ich dachte mir, ich spinne. Also das war schon krass. Und ne, ich ärgere mich dann halt, weil ich hätte schlafen können und konnte nicht. Und ich weiß halt, dass teilweise nachts meine einzige Chance ist zum Schlafen. Aber gut. Vielleicht lässt mich die Kleine ja nochmal mit ihrem Mittagsschlaf ein bisschen mitmachen. Denn gestern, wo sie eigentlich hätte Mittagsschlaf machen sollen, hatte sie nur Bock, 5 Minuten Mittagsschlaf zu machen. Ich dachte dann so nach 3 Minuten, oh, legst du dich mit dazu? Ich war gestern nämlich so müde, weil sie mich nämlich nicht hat schlafen lassen. Dass ich dachte, wow, geil, jetzt könnte ich auch mal so ein bisschen mich ausruhen. Ja, leg mich hin nach 2 Minuten. Hallo Mama! Okay, das war dann wohl nichts. Schuss in den Ofen. Aber gut. Nur, dass ihr mal wisst, wie so ein Start in meinen Tag ist. Heute ist übrigens Sonntag. Ja, und wie gesagt, ich mache jetzt erstmal Kaffee und Frühstück. Und dann, ja, werden wir uns im Laufe des Tages nochmal sehen. Ich weiß noch nicht genau, was ansteht. Ob ich heute was streame, ob der Bazi irgendwas streamt. Das lassen wir auf uns zukommen, wie es uns geht und wie der Tag so verläuft. So, ihr Lieben, mir ist vorhin dezent nebenbei aufgefallen, dass ich ja nicht im Querformat gefilmt habe, sondern im Hochkant, also Hochkant gefilmt habe. Bin halt ein bisschen Instagram geschädigt, keine Ahnung. Hab halt nicht dran gedacht, dass es dann auf YouTube ganz anders aussieht. Aber ist ja auch egal. Ich bin jetzt gerade dabei, Abendessen zu machen. Wir haben hier, ich mache Hawaii Toast einfach nur ganz schnell, easy peasy. Weil ich hätte mich vorhin doch dazu entschieden, dass ich streame. Hab ein bisschen DVD gezockt. Und ja, mache jetzt Abendessen und dann will der Bazi gleich nochmal ran. Und die Kleine bewegt sich hier ordentlich gerade in meinem Bauch. Die hat so richtig Hunger. Und ich möchte euch auch dann gleich verraten, was beim Frauenarzt im Ultraschall rausgekommen ist. Denn wir wissen nun, was es wird. So, das ist richtig aufwendig gewesen, das Essen zu kochen. Also das, na, ja, mal Toast. Dann hat sich Bazi ein bisschen Ketchup gewünscht, was ich zwar nicht wollte, aber mein Gott. Hier ein bisschen Ketchup unten gewünscht als Grundlage. Schinken, Ananas, Käse. Ja, das ist richtig krass aufwendig und so. Also, das muss eine richtige Handwerkkunst gelernt haben, um das hier auszuführen. Da wird Hawaii Toast. So, und das kommt jetzt in den Ofen. Und während das im Ofen dann vor sich hinschmort, habe ich dann kurz Zeit, mit euch zu quatschen. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich dachte, hier ist doch ein richtig chilliger, gemütlicher Ort, um mit euch zu reden. Und zwar, jetzt habe ich zwar die Fotos nicht dabei, aber die kann ich euch hier dann im Anschluss zeigen. Also hier kann man die eh nicht gut sehen. Aber ja, ich war ja vor Weihnachten nochmal beim Arzt gewesen. Und da hatte ich euch ja gesagt, dass da noch nicht viel rauskam bei, ne? Und dann hatte ich jetzt Glück, dieses Jahr im Januar meinen großen Ultraschall zu haben und voller Hoffnung bin ich gewesen, hinzugehen und zu gucken, zeigt das Baby sich, haben wir eine Chance, können wir was erkennen? Denn bei Fiona, also meiner ersten Tochter, meinem ersten Kind sozusagen, war es halt so, sie hat sich bis in den 7. Monat fast richtig versteckt. Also man konnte einfach nichts erkennen.
Und ich hatte halt Angst, dass es wieder so ist. Nun ist es ja so, dass ich ja da alleine rein muss. Also man darf ohne Begleitpersonen rein. Und ja, ich dann rein, Ultraschall, sah auf jeden Fall alles super aus. Baby bewegt sich, perfekte Größe, alles super, ne? Und ich so, bitte, bitte, sieht man was? Und dann sagt sie zu mir, Frau Ponto, gucken Sie mal bitte auf das Ultraschallbild. Und also auf dem Monitor oben, man liegt ja und sieht, hat über sich so einen Monitor. Und es war so eindeutig, weil sie sagt, nun ja, wie halt Männer so sind, präsentieren sie stolz ihr Gemächt. Sie erkennen hier neben die Nabelschnur und hier sehen sie, wuff, kam da auf einmal was hoch. Und ich so, okay, ich kriege einen Jungen, geil. Das war so cool. Wir kriegen einen Jungen und wir freuen uns sehr. Also ich habe mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, einen Jungen noch gewünscht. Weil einfach diesen Vergleich zu haben zwischen Jungen und Mädchen und wenn man die Chance hat, ist es richtig cool. Natürlich, und so ist es ja auch, man freut sich, auch wenn es ein Mädchen wird, darüber, Hauptsache ist alles gesund. Aber wenn man schon mal die Chance hat, beide Geschlechter zu bekommen und das zu erfahren, ich finde das großartig. Also wir freuen uns sehr und wir haben uns auch schon einen Namen ausgesucht. Den werde ich euch aber dann erst verraten, wenn ich euch die Ultraschallbilder zeige. Genau. So, jetzt fällt mir gleich der Arm ab. Ich bin es ja gar nicht gewöhnt, mit dem Handy das zu machen, aber kriegen wir alles schon hin. Ja, wir essen jetzt gleich, dann will der Bazi noch ein bisschen streamen gehen und jo, ich weiß gar nicht, was wir sonst noch machen. Wir lassen den Abend gut ausklingen. Bazi hat morgen wieder Frühschicht, also allzu viel können wir nicht machen, weil wir rechtzeitig ins Bett müssen. Und ja, schauen wir doch mal nach den Toasts. Auch noch ein bisschen, glaube ich. So, wir sind jetzt gerade im Zimmer meiner Tochter, weil ich euch hier einfach perfekt abstellen kann. Und ich habe jetzt hier mein Heftchen, mein Schwangerschaftsheftchen. Und da habe ich immer hinten meine Ultraschallbilder. Wir haben dieses Mal wieder zwei Stück bekommen. Beim einen macht der kleine Mann Blubberblasen und beim zweiten nuckelt er am Daumen. Also hier macht er Blubberblasen. Ich hoffe, man erkennt es, ich sehe gerade nichts. Und beim zweiten nuckelt er am Daumen. Das ist so süß, das war bei Fiona auch so. Ja, und jetzt die Frage, wie heißt das Kind? Eigentlich haben wir nicht lange gebraucht, weil wir beim ersten Mal schon, na nicht Hoffnung, aber Bazi hat so das Gefühl gehabt, es könnte ein Junge sein. Ja, und ich war so unsicher und wir haben einfach schneller einen Jungennamen gefunden gehabt als einen Mädchennamen. Da haben wir tatsächlich fast bis zum Schluss noch überlegt. Aber Jungennamen wussten wir von Anfang an. Standen dann aber, als Fiona auf die Welt kam, auf einmal zwei zur Debatte. Und zwar mein Name, den ich mir ausgesucht hatte, war Julian. Und den wir von Anfang an sowieso schon hatten, war Moritz. Und ich finde halt meinen Namen sehr schön, sehr rund, sehr kurz. Nur bei Moritz ist halt so, da war es immer was Freches. Bei Julian könnte es was Braves sein. Aber Leute, wie gesagt, ich bin Erzieherin, ich kenne auch brave Moritze und freche Juliane. Julians. Als ich einfach wusste, ich kam aus dem Frauenarzt, vom Frauenarzt raus, hat Bazi die Ultraschallbilder gezeigt und gesagt, ey, wir kriegen einen Jungen. Und wir haben uns in die Augen geschaut und wir wussten beide, es soll ein Moritz werden. Ein Moritz. Fiona und Moritz. Also ich finde, das ist schön. Und uns gefällt der Name. Und ja. Doch, ich glaube, das passt. Er ist eh gerade so wild und frech im Bauch. Da passt der Name auf jeden Fall. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Das hier ist ja Fionas Bett, hier im Kinderzimmer. Und hier ist so eine Schublade, ne? Da kann man unten Sachen in den Kasten reinmachen, so Bettwäsche und so. Ist halt mega praktisch. Die geht aber nicht bis ganz hinten durch. Also die geht ungefähr nur bis hier so, ne? Dann ist hier hinten so eine Lücke, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne, wenn man das so reinbaut, ist es ja vorne. Und ich habe gesagt, das ist voll doof, weil das ist alles fest. Du kannst hier keine Gitterstäbe rausmachen. Ja, dann gucke ich letztes Mal meine Schwiegermutter und sagt sie, Mäuschen, die hier wackelt, hier kann man rausmachen. Ja,
Und ja, das Bett steht falsch rum. Hoppala. Und das Problem ist, Bazi meinte schon, letztes Mal beim Einbauen war das ein Horror, weil hier so ein Mittelstrang drin ist. Und du musst trotzdem die gesamte Schublade irgendwie da so reinwuchten. Und also war Horror. Er hat genug. Ich habe noch nie so viel Fluchen hören wie bei dieser Schublade. Und jetzt stellen wir fest, es ist verkehrt rum. Das heißt, wir müssen das Bett rumdrehen und die Schublade nochmal komplett neu reinbauen. Er sagt, verdammt nochmal, weil ich kann sie jetzt, wenn ich so schwanger bin, mein Bauch, ich stoße sie mit dem Bauch an und ich kann sie nicht mehr reinlegen. Und sie ist halt auch, wie gesagt, so ein sehr selbstständiges Kind. Sie möchte halt immer gerne auch alleine aus dem Bett rauskommen. Und das ist eben das Problem, warum sie da nicht so gerne allein drin schläft, weil sie einfach die Möglichkeit hat, da nicht rauszukommen, ne? Und ja, jetzt probieren wir das dann mal aus mit den Gitterstäben. Oh Mann, das ist eigentlich voll peinlich. Leute, eine Story muss ich euch noch erzählen. Unsere Kleine hat zu Weihnachten von ihrem Opa Tisch mit zwei Stühlen bekommen. Und was könnt ihr sehen? Sie hat sich einen Kuli gemobbt und wollte ihn markieren. Jetzt versuche ich in voller Hoffnung mit einem Schmutzradierer, also das ist ein Schwamm, das jetzt hier rauszubekommen und bete, dass das geht. Also, ne? Ich muss noch besser aufdrücken. Das ist ein bisschen zu feucht, glaube ich. Also, das Ding ist, es geht ab, aber sie hat so fest reingedrückt, dass hier wirklich alles voll, also ganz tief drin sind. Diese Löcher hier auch. Alter, dieses Kind. Der schöne Stuhl. Da möchte doch der Bruder auch noch drauf sitzen. Mann, Mann, Mann. Die Mädchen, hä? Aber gut, sie kann das nicht wissen. Sie ist erst eineinhalb. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, es geht raus. Und also wenigstens dann die Kuliflecken. Das Muster wird für immer bleiben. Also besser als vorhin ist es, aber ist halt nicht schön, ne? Vor allem, wenn es neu ist. Mann, Mann, Mann. Naja. Nichts mehr herumliegen lassen. So, ihr Lieben. Wir sind jetzt alle satt gegessen und ja, genießen jetzt noch den Abend auf der Couch. Wobei der Bazi jetzt gleich nochmal eine Runde duschen geht und dann ein Stümchen anwirft. Ich bin jetzt auch so müde irgendwie, aber mein Kind ist noch topfit, deswegen muss ich noch ein bisschen durchhalten. Es tut mir auch echt leid, dass jetzt in diesem Vlog gar nicht so viel passieren konnte. Wobei ich auch sagen muss, dass ich auch einfach, ja, das eben so für euch aufnehmen möchte, wie es halt wirklich ist und nicht mir irgendwas aus den Fingern saugen möchte oder so. Das wäre halt dann auch wieder unecht, ne? Ich möchte das wahre Leben für euch aufnehmen und vloggen. Und da ist jetzt halt mal nicht so viel heute passiert. Das tut mir zwar leid, aber es wird auch wieder andere Tage geben. Hoffe ich zumindest. Ansonsten, wir haben doch schon jetzt ein paar Ideen, was demnächst hier auf dem Kanal laufen wird. Wie gesagt, wir hatten ja einmal das eine Kochvideo euch noch versprochen. Also, dass ich die Gewürze, die ich... Kleine kommt gerade, dass ich die Gewürze, die ich gezogen hatte beim Adventskalender, dass ich die jetzt will sie auch mit reingucken, dass ich die ja verwende in einem Gericht für euch. Da werde ich mir noch was überlegen, auf jeden Fall. Und ich habe mir noch was überlegt, dass Bazi und ich ja keinen Backstream gemacht haben, dass da noch was richtig Cooles kommt. Da hatten wir heute einen richtig lustigen Einfall. Ich glaube, das wird euch auf jeden Fall gefallen. Wir wissen zwar nicht genau wann, aber es wird nach und nach alles kommen. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, bedanke mich fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.